Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ich habe das Mikrofon jetzt ein bisschen von mir weg. Da ist die Soundqualität jetzt ein bisschen anders. Ich möchte, dass ihr, wenn ich darüber spreche, dass ihr mein Gesicht sehen könnt. Ich habe mir jetzt hier so einen schicken Bart so wachsen lassen, ja. Die einen oder anderen sagen, das steht mir. Ich lasse das erstmal so. Mal gucken, vielleicht kommt es auch irgendwann weg, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, Breaking News. Ich bin, glaube ich, der Erste, der das irgendwie jetzt realisiert oder so. Ich werde das in die Welt hinaustragen, Alter. Und zwar für alle Leute, die einfach nicht Bescheid wissen. Ihr kennt Spieletrend. Der hat sich ja mittlerweile jetzt in die Szene wieder eingelebt. Und viele haben da auch so, also kennen den auch von damals. Spieletrend, Schilling, MMOVZ ist halt einfach der OG Shakes and Fidget Let's Player gewesen. Der Erste, ja, der das Ganze so in die Wege geleitet hat auf YouTube mit dem Spiel 2012, ne? Oder auch 2011, ne? Gibt ja auch Videos von 2011. Der Han Rizzle war ja auch lange dabei. Und jetzt, Leute, Breaking News, das, was im Titel steht, ist real. Das ist jetzt kein Scheiß, wenn man dem Glauben schenken darf. Das, was erzählt wurde in dem neuesten Video oder eines der neuesten Videos von iWeapons, wird iWeapons, eine alte Shakes and Fidget Legende, wieder zurückkommen. Ja, der wird wieder Videos machen zu dem Spiel. Der hat vor Jahren in das Spiel reingeguckt. Ne? Also der wird sich erstmal ganz langsam rantasten. Der hat keine Ahnung mehr richtig vom Game, aber der Typ ist einfach mit einer der Ersten gewesen, ich meine sogar nach Spieletrend. Und ich weiß nicht, ob ihr das so empfindet, aber da gibt's so das Shakes and Fidget Let's Player Siegertreppchen. Und das besteht natürlich immer aus Platz 3, Platz 2, Platz 1, aus Bronze, Silber und Gold. Und Han Rizzle ist ja immer so, habe ich immer so auf die Bronzestufe gestellt. Und dann gab es halt immer so diesen Spieletrend, ne, den Schilling, der sich ja deutlich mehr integriert hat in das Spiel als iWeapons. Spieletrend hat ja damals nochmal versucht, ein Comeback zu starten. Und dann kam das ja mit den Creatorn und so. Und das hat dann nicht so ganz funktioniert. Da hat er dann SF Game wieder fallen lassen. Und dann eben jetzt erst nach der Sache mit dem Creator Code. Und dass das alles dann wieder, nach seinem zweiten Comeback. Er hat ja erklärt, warum er wieder im Spiel drin ist. Und er war halt so das Gold, das pure Gold, sage ich mal. Und dann war da noch dieser eine Typ, iWeapons. Von mir aus, ihr kennt ihn nicht, okay, kein Problem. Aber der hat hier teilweise aus seinem alten Kanal hier Views, gehen in die Hunderttausende. Shakes and Fidget, Server 12, Dungeon 107 und 108. Ne, noch das ganz alte Shakes and Fidget Classic mit 136.000 Aufrufen. Und ja, da gibt es auch ein Video mit 300.000 Aufrufen irgendwo. Das hier hat 64.000. Es ist ganz, ganz krass. Also ich erinnere mich noch an ein Video, da hat er, glaube ich, 4.000 Pilze mal gesetzt. Und das war, ist legendär. Also an solche Sachen kann man sich noch echt erinnern. Und der Typ ist Legende. Ja, das ist der silberne iWeapons. Und ich sag euch, er ist wieder back oder er wird zurückkommen. Hier, also er hat 16.700 Abonnenten, 526 Videos. Dem sein Kanal ist tot, okay, keine Frage, ja. Aber ich bin auch gespannt, wie er das Ganze umsetzen wird. Laut dem Titel hier, wo haben wir das? Hier, vor 4 Tagen. SF, ja, S&F Comeback kommt. Da hören wir mal kurz rein. So. Und da sagt er nämlich, dass das irgendwie kein Joke ist. Und Leute, falls ihr es noch nicht gesehen habt, der Titel ist richtig. Es wird hier ein Shakes and Fidget Comeback geben. So, da habt ihr es gehört. Ja, gut, der iWeapons hat gesagt, es wird ein Comeback geben. Und mal gucken, wer von der Community hier da so sagt, hey, ich kenne den von damals oder irgendwie, hey, wer ist das? Bin ich mal gespannt. Der Typ ist einfach, mal gucken, wie er sich einlebt, das ist immer interessant. Mal schauen noch, ja, wie er sich da eingewöhnt halt und ob er auch vielleicht länger durchzieht. Man weiß es nicht. Also ich bin da wirklich sehr gespannt, was kommen wird, auf welchem Server er spielen wird.
Er redet in dem Video noch länger über Shakes & Fidget. Ne? Also ich habe das Video vielleicht 8 Minuten gesehen, bis zu der Serverfusion, die erwähnt wurde. Da werden ja nicht die aktuellen neuesten Server fusioniert, sondern erst die alten. Da werde ich noch einen Kommentar verfassen und dann halt auch noch die ein oder anderen Sachen reinschreiben, um den Jungen aufzuklären. Aber auf jeden Fall, Leute, der Typ kommt zurück und das ist für mich persönlich, ich komme auf den Hype nicht klar. Jetzt zu dem Zeitpunkt, ich wollte noch ein anderes Video drehen, ich muss noch Gildenmails schreiben, dann, nein, ey, Digga, ich komme gar nicht mehr klar. Und das ist nicht das Einzige. Da ist noch mehr, liebe Leute, da ist noch viel mehr. Da hat sich da auch noch ein alter Shakes & Fidgets Player zurückgemeldet, der hat auch damals Videos gemacht. Kann das nicht mehr. Leute, ihr wisst Bescheid, iWeapons kommt zurück, verbreitet die Message und dann lasst ihr mal schön unter diesem Video, wo das hier im Titel steht, das SF Comeback kommt, ne, hier. Schreibt ihr nochmal schöne Grüße von Gorgos. Also ich werde selber natürlich auch da rein kommentieren, aber ja. Da soll es erstmal gewesen sein. Leute, ich entlasse euch mal wieder. Wir sehen uns im nächsten, mal gucken, Shakes & Fidget Video oder in einem Reaction Video. Da wird noch was kommen, auch zu einem SF Let's Player, zu einem damaligen. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, haut rein. Danke fürs Zugucken. Adios. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey!